Hallo, meine lieben Mitmenschen. Welcome back zu einer neuen, coolen Episode auf diesem Kanal. Und, könnt ihr mich überhaupt sehen? Ich glaube nicht. Ich bin hier. Hier an der Seite, hinter diesen beiden Paketen. Und um diese beiden Pakete geht es hier heute, um diese beiden. Huge. Packages, um dieses und jenes. Die stehen schon beide eine Weile hier rum und ich bin noch gar nicht dazu gekommen, sie auszupacken. Aber ich brauche wieder Platz und deswegen packen wir sie heute gemeinsam aus. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache, also das Auspacken schon, aber wahrscheinlich werde ich zwei Videos machen für jedes Paket. Eins. Also lasst uns beginnen. Anfangen werden wir mit diesem hier. Und dazu verwenden wir wieder mein Carpet Knife. Das reicht. Also auf geht's. Es ist gut verklebt. Hier ist noch eine kleine Stelle. Zack. So, meine lieben Freunde, was mag sich hier drin befinden? Ja, da ist er. Lange habe ich Lange habe ich auf ihn gewartet. Der Udag oder der Udag. Licht ist gerade nicht das Beste. Wir packen ihn gleich mal komplett aus. Wie geht denn der überhaupt auf hier? Ohne dass man jetzt den Karton vollends zerstört. Ah ja, hier. Oh!
Alter, was ist das? Mit einer Landkarte. Da ist er. Seht euch diesen Kavenzmann an hier. Mal sehen, vielleicht kann ich ihn ein bisschen heller machen. So, seht ihn euch an. Ja, was ist das? Es ist ein Spielzeug. Naja, nee, es ist eine Tabletop-Miniatur. Eine huge Tabletop-Miniatur. Zum Spiel. Naja, es ist also ein Spielzeug, ja. Ein unbewegliches Spielzeug. Das ist der Udark von, ja, weiß ich nicht, Critical Role. So, ist einer der berühmt-berüchtigten Vierarmlinge. Eins, zwei, 3, 4. Und der hat auch, also der ist nicht hohl, der hat schon sein eigenes Gewicht, der hat ein ganz schönes Gewicht. Und seht euch mal, wie riesig der ist. Ja. Ja. Ich greife nach dir. Ach nee, seht den euch an. Der hat sogar 4 Augen, nicht nur 4 Arme, 4 Augen. Und so ein Zickenbart hier. Ja, was ist das hier? Hartplastik. Wie gesagt, ganz schön schwer. Ich denke mal, der wiegt mindestens 1 Kilo. Ja, wir werden mal die Größe vergleichen zu einer gewöhnlichen, menschenähnlichen Tabletop-Figur. Wartet mal. So, da bin ich wieder. Also hier haben wir so ein, um die Größe zu vergleichen, so ein Obsidianer von Earthdawn. Und den kann er sich dann hier so greifen. Ja, nur mal so am Rande, ja. Hier haben wir dann noch so ein Zwerg. Und hier haben wir noch so einen Menschen hier. Ja, so ein Conan- oder Kalverschnitt. Ja, wie ihr seht, der Udark oder Udark, ja, wie wird denn der überhaupt ausgesprochen? Wer das weiß, kann das doch mal in die Kommentare schreiben. Ja, ist größer als ein Troll und ja, dem sollte man wohl nicht in die Quere kommen. Ja, meine lieben Freunde. Jetzt ist natürlich die Frage, wo stelle ich das fette Ding hin? Und ich habe auch schon eine Idee. Ist das ein Kavenzmann? An wen erinnert der mich bloß?
ich glaube, ich werde ihn dahin stellen, wo jetzt noch momentan mein Stapel ungelesener Bücher ist. Hier ist mein Stapel ungelesener Bücher. Und jetzt werden wir gleich mal schauen, wie er sich hier macht. Hier, Freunde, schaut ihn euch an. Ich finde, er macht sich hier momentan ganz gut. Ich habe über ein Jahr lang auf diesen Hoshi gewartet. Ihr wisst ja, zerstörte Lieferketten und so. Zwar wurde er zwischendurch schon mal angeboten, aber zu weit überteuerten Preisen. Und jetzt habe ich ihn endlich zu einem akzeptablen Preis erhalten. So, meine lieben Freunde, das soll's für heute mal wieder gewesen sein. Sagt doch mal, nennt ihr auch solche großen Miniaturen euer eigen? Und was haltet ihr von diesen Udark oder Udark? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Euer Lefty. Lasst euch nicht verkaufen.